Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welt. Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit und auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, liebe Brüder und Schwestern, ich erinnere mich und euch immer wieder daran, dass der Erfolg eines Muslims und eines jeden anderen Menschen darin liegt, sich vor seinem Herrn vorzusehen. Taqwa. Deswegen hat Allah Azza wa Jal den Menschen immer wieder dazu aufgefordert und gesagt, o die ihr glaubt, seht euch vor eurem Herrn vor. O die ihr glaubt, habt Taqwa vor Allah und bereitet euch auf das Leben nach dem Tod vor. Und ähnliche Ayat beinhaltet diese Sache Aussage. Ich bezeuge, liebe Geschwister, dass der Taqwa, sich vor Allah subhanahu wa ta'ala zu fürchten und vorzusehen, der Weg der Errettung ist. Und wir möchten uns heute über eine Eigenschaft von Menschen unterhalten, die sicherlich diesen Taqwa verringert. Und Grund dafür ist, dass der Taqwa nicht vollkommen ist. Es handelt sich um eine Eigenschaft, die höchst hassenswert ist bei Allah Azza wa Jal, aber auch natürlich unter den gläubigen Menschen, sogar unter den ungläubigen Menschen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat davor Zuflucht bei Allah Azza wa Jal sogar gesucht. Und wie gesagt, die gesunden Gemüter, sie verabscheuen diese Eigenschaft. Es handelt sich, liebe Geschwister, um die Eigenschaft des Geizes. Der Geiz, liebe Geschwister, ist genau das Gegenteil von der Großzügigkeit. Aber genauso wie die Großzügigkeit nicht nur sich wiederfindet in dem, was man an materiellen Werten hergibt und spendet, also Geld, genauso befindet sich auch der Geiz nicht nur in materiellen Gütern. Geiz kann es geben in Bezug auf das Geld, Geiz kann es aber auch geben in Bezug auf das Wissen, also auch Immaterielles. Geiz kann es auch geben in Bezug auf, wie nützlich man ist für andere Menschen. Geiz in Bezug auf, wie aufrichtig man ist, wenn man anderen Menschen Ratschläge gibt. Geiz kann es geben, wie hilfsbereit man ist, wie viel Anteilnahme man zeigt. Man kann auch geizen mit seinen eigenen Gedanken und Überlegungen. Man kann mit seiner eigenen Mühe geizen. Das sind verschiedene Arten, liebe Geschwister. Und ich bin sicher, dass keine zwei Leute sich darüber streiten, dass das eine Eigenschaft ist, die verpönt ist. Das Ergebnis von Geiz hat uns Allah Azza wa Jalla im Koran al-Karim in mehreren Versen dargelegt. Allah hat die Leute, die geizig sind, an vielen Stellen kritisiert. Und das Ergebnis des Geizes wirst du in diesem Leben spüren, noch vor dem nächsten Leben. Zum Beispiel sagte er subhanahu wa ta'ala in Bezug auf die Großzügigkeit, welchen Lohn man dafür zu erwarten hat. Allah sagte, sinngemäß übersetzt, und wer sich vor seiner eigenen Habgier schützt, das sind diejenigen, die erfolgreich sein werden. Und die Habgier, liebe Geschwister, ist eigentlich, kann man sagen, ein Vorbote des Geizes. Weil die Habgier, so sagt es Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, möge Allah ihm Barmherzigkeit, die Habgier ist etwas, wie wir im Koran gelernt haben, was sich in den Gemütern der Menschen natürlicherweise befindet. Das heißt, man möchte etwas haben. Man sieht etwas, was einem gefällt, und man möchte es für sich haben. Jeder Mensch möchte reich sein, jeder Mensch möchte Besitz haben. Jeder Mensch möchte etwas zu sagen haben und so weiter und so fort. Aber Geiz kommt genau in dem Moment, sobald du etwas in deinen Besitz bekommen hast. Das heißt, erst bist du habgierig und danach bist du geizig, wenn du die Sache bekommen hast. Deswegen, das eine hängt stark mit dem anderen zusammen und Allah warnt uns, subhanallah. Er warnt uns nicht erst, nachdem wir die Sache besitzen, sondern er warnt uns sogar vorher schon vor dem Übel unserer eigenen Seele
Denn wie Allah sagte, inna nafsa la ammaratun bisu, das heißt, die Seele ruft einen selbst immer wieder zum Üblen auf. Der geizige Mensch ist von Allah subhanahu wa ta'ala verabscheut. Und ganz besonders dann, wenn er mit seinem Geiz nicht den Überschuss verwehrt, sondern wenn er mit seinem Geiz Dinge verwehrt, die Allah ihm sogar auferlegt hat. Und so teilt uns Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß mit. Er sagte in der 180. Ayah aus Surat Al-Imran, und meine ja nicht, dass diejenigen, die geizig sind, mit dem, was Allah ihnen aus seiner Gunst gegeben hat, dass dies besser für sie sei. Meint das ja nicht. Vielmehr ist es schlechter für sie. Schaut euch an, liebe Geschwister, wie Allah subhanahu wa ta'ala das, was die geizigen Menschen in ihren Händen haben, als seine Gunsterweisung bezeichnet hat. Damit kein Geiziger jemals auf die Idee kommt, dass es einen anderen Eigentümer und Herren und Besitzer gibt, in Wirklichkeit außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und damit niemand jemals auf die Idee kommt, dass das, was er in seiner Hand festhält, dass er das mit seiner Intelligenz und mit seinem Wissen erworben hat, weil er Lehrer ist, Doktor ist, Professor ist oder von edler Abstammung ist oder was auch immer. Sondern das ist reine Gunsterweisung Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn du etwas anderes denkst, dann bist du wie Qarun, mit Allah subhanahu wa ta'ala bewahren, der nämlich gesagt hat, Qarun war ein Stinkreicher, dessen Gleichen wir nicht kennen aus der ganzen Geschichte, wir kennen niemanden, der so reich war wie er. Und er sagte, innama utituhu ala ilm, das heißt, ich habe dieses Reichtum bekommen, weil ich Wissen habe, mit Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Das ist im Diesseits. Aber was ist im Jenseits? Im Jenseits, liebe Geschwister, wird ihm das, was er zurückgehalten hat, obwohl er es hätte hergeben müssen, um seinen Hals umschlungen am Tag der Auferstehung, wo Allah davon bewahren. Und dann sagt uns Allah subhanahu wa ta'ala, dass er letztendlich, hört, wie Allah die Ayah beendet. Er sagt, und Allah ist der Erbe der Himmel und der Erde und Allah weiß über euer Tun Bescheid. Allah subhanahu wa ta'ala, als würde er dir sagen, du, der du geizig bist und das für dich behältst, und weder für andere ausgibst, noch für dich selbst. Das heißt, du hinterlässt es für deine Erben. Und deine Erben, wer sind sie? Der letztendliche Erbe ist Allah subhanahu wa ta'ala, der Himmel und Erde erben wird. Geiz, liebe Geschwister, ist eine Eigenschaft, die sich auch bei ungläubigen Menschen befindet. Und dort befindet sie sich teilweise sogar noch in übelster Form, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, er sagte, diejenigen Menschen, die geizen und andere Menschen zum Geiz auffordern, Gott bewahre. Sie lassen die Eigenschaften, die schlechten, nicht nur für sich, sondern sie geben sie auch anderen Menschen noch weiter. Es genügt eigentlich schon, wie übel dieser Geiz ist, aber stellt euch mal vor, liebe Geschwister, jemand übertrifft all das, was wir vorhin gesehen haben, und jemand ist arm und bittet Allah um einen Segen in Bezug auf sein Vermögen. Und verspricht Allah subhanahu wa ta'ala, dass wenn er dieses Vermögen bekommen hat, dann wird er davon ausgeben und spendabel sein, großzügig sein. Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihn dann gegeben hat, dann wird er plötzlich ganz anders, als er versprochen hat. Allah sagt hier subhanahu wa ta'ala über eine Eigenschaft, die, wenn man sie in sich behält, über eine Tat, wenn man sie macht, er droht einem damit, dass er Heuchelei in sein Herz setzt. Gott bewahre, er sagte subhanahu wa ta'ala in Surat At-Tauba, der 77. Ayah, sinngemäß übersetzt, und unter ihnen gibt es manche, die Allah versprochen haben, wenn er uns aus seiner Fülle etwas gibt, dann werden wir auf jeden Fall spenden und wir werden mit Sicherheit zu den rechtschaffenen Menschen gehören. Als er ihnen dann aber etwas aus seiner Huld gegeben hat, wurden sie geizig und sie haben sich umgedreht und sie wandten sich ab. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, dass er ihn dann mit Heuchelei in ihren Herzen belohnt hat, bis an den Tag, an dem sie ihm gegenüberstehen werden. Bis an den Tag, an dem sie ihm gegenüberstehen. Jemand, dem das passiert, liebe Geschwister, dem nützt keine Predigt, dem nützt keine Ayah aus dem Koran, dem nützt keine Ermahnung mehr, dem nützt gar nichts mehr,
außer Allah subhanahu wa ta'ala errettet ihn. Dies warum? Weil sie ihre Versprechen Allah gegenüber gebrochen haben und weil sie stets zu lügen pflegten. Die Lösung dieser üblen Eigenschaft liegt in drei Angelegenheiten. Mindestens, aber das ist die drei, die ich heute erwähnen möchte. Die erste ist, liebe Geschwister, eine Aqida in deinem Herzen, die sich nicht, also die nicht ins Wanken gerät durch die kleinste Fitna. Das heißt, eine Überzeugung in deinem Herzen, dass das, was dich trifft, dich treffen musste und das, was dich nicht getroffen hat, dich nicht treffen sollte. Denn es wird dich nur das treffen, was Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat. Allah sagte subhanahu wa ta'ala sinngemäß: Und alles, was euch an Unheil auf Erden trifft, ist aufgrund dessen, oder steht in einem Buch geschrieben, noch bevor Allah es erschaffen hat. Das ist wahrlich Allah ein Leichtes. Damit ihr nicht traurig seid über das, was euch entgangen ist, und euch nicht freut über das, was Allah euch gegeben hat, subhanallah. Denn Allah liebt nicht jeden stolzen Prahler, diejenigen, die geizig sind und andere Menschen zum Geiz aufrufen. Und Allah sagt, wer sich abwendet, ist Allah der Reiche und der Lobenswürdige. Die zweite Angelegenheit ist, dass man Allah um Hilfe bittet. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat ein Bittgebet gesprochen, das von Sa'd ibn Abi Waqqas und Sahih Bukhari überliefert worden ist. Und zwar gehört dazu, dass er sagt, Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhl. Sagt, oh Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor dem Geiz. Und er suchte auch Zuflucht vor anderen Dingen wie die Feigheit und so weiter und so fort. Und die dritte Sache und letzte ist, dass man immer seiner Krankheit entgegenwirkt. Das heißt, du hast ein Problem, du suchst das Gegenteil dieses Problems und versuchst es dadurch zu lösen. Und die Sadaqa, das Spenden, ist genau das Gegenteil vom Geiz. Und deswegen, liebe Geschwister, sagte Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah ta'ala etwas sehr Interessantes im Koran Karim in seinem Tafsir in Bezug auf die folgende Aya, wo Allah sinngemäß sagte, im Namen von Josef, Josef sagte a.s. Geht mit meinem Hemd, geht mit meinem Kleid, geht mit diesem mein Kleid und legt es auf das Gesicht meines Vaters, dann wird er wieder sehen können. Denn ihr wisst aber, er wurde blind vor lauter Traurigkeit, weil er seinen eigenen Vater, weil er seinen eigenen Sohn nach einer Überlieferung 40 Jahre lang nicht sehen durfte. Er wurde traurig. Und dann sagte der Gelehrte im Tafsir dazu, so hat Josef a.s. diese Krankheit mit genau dem Gegenteil dieser Krankheit geheilt. Denn er wurde traurig dadurch, dass er Josef nicht sehen durfte. Und so hat er das Kleid von Josef genommen und auf sein Gesicht gelegt, damit er wieder Freude empfindet. Und Freude ist genau das Gegenteil der Traurigkeit. Und das ist ein Geheimnis, das Allah subhanahu wa ta'ala seinem Propheten Josef offenbart hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Und Allah Segen heil sei auf ihn. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit. Und euch Segen für eure Anwesenheit, möge Allah von unsere Herzen reinigen vor dieser Eigenschaft, die, wie gesagt, materiell als auch immateriell vorhanden ist. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.